Buh, Palle, buh. So, da kommen wir, müssen uns hier jetzt erstmal hochstecken. Im Falle eines LOL. LOL, meine Taktik, was zur Hölle. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Heute eine weitere Folge One Out. Und ja, heute spielen wir ohne Eisen. Ihr seht es jetzt schon. Und ja, jetzt wird es echt schwierig, Leute. Kein Feuerdamage, keine Cobwebs, keine Sticks, keine Pickaxe, keine Schwerter und kein Eisen. Das erste Mal grüße ich den Firefox MC, den nach oben, den Count X und den Z-Focus. Danke, dass ihr Kommentare geschrieben habt. Hashtag OneOut und dann ein Item. Das entscheidet letztendlich auch, beziehungsweise ihr entscheidet, Leute, ihr als Community, ja, ihr entscheidet, welches Item als nächstes rausfliegt. Und ja, heute ist es halt eben das Eisen. So, und er ist schon mal tot. Das bedeutet, wir können uns jetzt hier schön stacken. Er schreibt zu mir L, was sehr, sehr böse ist. Das schreibt man nicht, Leute. Das schreibt man nicht. Oh, ich bin so blöd, ne? So, Leute, wir probieren jetzt mal was. Und zwar benutzen wir mal eine Leiter. Das ist jetzt ein bisschen riskant, weil ich das noch nie benutzt habe. Also noch nie wirklich aktiv, weil ich das ein bisschen affig finde, sowas. Aber ich will mal was probieren, ja. Geht's? Komm. Ne, geht nicht. Schön. Schön. So, Leute, yes, aber und was habe ich für einen komischen Skin? Wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, Leute, ja, dann schreibt einfach einen Kommentar mit Hashtag OneOut und dann ein Item, welches ich rausstreichen soll aus meinem Pack, beziehungsweise aus meiner Item-Pool-Liste. Ja, und das darf ich dann nicht mehr benutzen. Falls ihr mein Inkline Godbridge-Tutorial noch nicht gesehen habt, ja, dann, Leute, dann schaltet oben rechts auf die Infokarte ein und stimmt doch mal ab und, ja, klickt auf die Videos, die oben in der Infokarte auf jeden Fall mal verlinkt sind. Würde mich sehr, sehr freuen, da schon wieder ein paar Leute die Abo-Box nicht angezeigt bekommen hatten, die ich gefragt habe. So, den haben wir auch und jetzt müssen wir weiter. Er ist schon ein bisschen gebaut, aber es wird uns nicht reichen. Und beim letzten Video hatten viele geschrieben, ich soll das Eisen raustun, was ich jetzt getan habe, Leute. Aber ja, es haben auch viele geschrieben, Eisenrüstung, Lederrüstung, also generell Rüstung. Und ich habe jetzt mal Eisen rausgestrichen, weil es erstens viele wollten und zweitens ist sich hier auch, ja, auch die Potions bezieht. Also das, was mir eigentlich hilft, noch zu überleben, wenn ich kurz vorm Tod bin. Weil, Leute, ich darf mir keine, hier, Dingens, wenn mein Bett weg ist und ich keine Cobwebs habe, kann ich mich nicht MLG'en und ich darf kein Feuerdamage nehmen. Und wenn ich auch kein Essen habe, kann ich nicht regenerieren, wisst ihr? Das ist ziemlich schade und jetzt werde ich auch als Hacker betitelt, Leute. Aber Leute, noch dürfen wir die schöne Rüstung benutzen. Wahrscheinlich in der nächsten Episode nicht mehr. Ja, ich schätze das einfach mal, dass es jetzt rausgestrichen wird, da das wirklich so ein Item ist, was viele benutzen. Und ich glaube auch, das ist ein Item, was ich auch sehr viel und oft benutze. Und das ist auch was, wovon ich sehr profitiere, wenn ich es eben habe, da ich dann weniger Schaden nehme und ich ja eh keine Potions mehr habe, Leute. Das ist ein bisschen bremslich mittlerweile. Ich darf bald nicht mehr regenerieren. Ja, und es wird immer schwieriger von Folge zu Folge. Auf jeden Fall, Leute. Oben rechts ist eine schöne Playlist. Playlists, vor allem eine schöne Playlist von dem Format One Out. Ja, inklusive einer Abstimmung und meinem letzten Video zu sehen. Einfach mal oben rechts auf das schöne i klicken. Ab dem 12. Februar habe ich einen neuen PC, Leute. Also nochmal ein bisschen gedulden und dann habe ich auch schöne Quali, die man sich wirklich sehr gut gönnen kann. So, wir verstecken uns jetzt erstmal, weil der Palle das eh nicht checkt. Buh, Palle, buh. So, ach, Palle lebt noch. Palle lebt noch. Alter. Stopp. Palle. Danke. Alter. Leute, fette Shoutouts gehen übrigens auch raus an den lieben Angenehmer. Wir müssen jetzt gucken, dass wir auf jeden Fall den Typen noch bekommen, da die Runde bis jetzt sehr, sehr nice war. Mit One Out 4 Kills, fast 5. Wenn wir den jetzt kriegen, 5 Kills. Und Leute, das ist echt schon eine starke Leistung dafür, dass ich so heftig begrenzt bin. So, nice, wir haben ihn und er ist tot. Damit würde ich einfach sagen, 5 Kills, 2 Betten. Wir machen jetzt noch eine zweite Runde, weil es ein bisschen kurz war. So, da sind wir auf Platzangst. So, Leute, ich habe es euch im letzten Video gesagt. Ich habe mir das Mouse-Abusing etwas angeeignet. Deshalb, Leute, wollte ich das euch einfach mal schön hier demonstrieren. Ja, mir gefällt es wirklich schon sehr gut. Aber wir müssen uns jetzt mal ein bisschen beeilen, dass wir dann auf jeden Fall den haben. Und das sieht ganz gut aus. So. Nice. So, da kommen wir, müssen uns hier jetzt erstmal hochstecken. Im Falle eines LOL. LOL, meine Taktik, was zur Hölle. So, dich müssen wir noch. Nee. LOL. LOL. Der Bug ist real. Nice, wir haben ihn. Trollolol.
Ah, da hinten ist er. Bedeutet, wir müssen jetzt einfach nur noch geradeaus bauen. Beziehungsweise einfach mal schön hier fastpitchen und mal gucken, wo er es uns hinführt. Lol, der Typ ist ja schon über uns. Ja, moin. Oh. Oh, wir haben ihn. Das sieht nach einem klaren Vorteil für uns aus. Leute, wir können ihn jetzt auf jeden Fall gleich stompen. Schauen wir mal, was das hier wird. Ja, ich baue mich mal straight über ihn, wie ich es immer hasse, wenn Leute das durchziehen. Aber ich habe die Rüstung, bedeutet, ich gewinne diesen Fight hier easy. Ja, genau. Nein! Gut, der hat mich irgendwie erkannt, ich weiß auch nicht wie. Grüße gehen auf jeden Fall auch nicht nur an den einen von eben auf Miniland raus, sondern an den von, ja, von dieser Runde Eziona. Wir sind ja an der Leiter, womit er nicht gerechnet hat. Und jetzt schön so. Und wir haben ihn doch nicht. Lol. Können wir den jetzt nicht mal töten? Screen können wir auf jeden Fall nach der Runde machen. Nach Runde. So. Und ich will ihn jetzt echt mal killen. Bin ich ehrlich. Er lebt. Er sagt One-Out OMG, hi Mama. Yo, Leute, ich glaube, er hat es gemerkt daran, dass wir schön die Leiter platziert haben, denn jeder weiß, der mich aktiv verfolgt, und da auch mal Grüße an Jona raus, dass ich Leitern hasse. Ich benutze sie nie. Leute, nächste Runde könnt ihr ja auf jeden Fall, also fürs nächste Video könnt ihr auf jeden Fall mitentscheiden. Yo, Feuerstein, du sollst dieses Item ja nicht benutzen, nächstes Video, weil, was weiß ich, weil das stinkt. Ne? Also ihr könnt auf jeden Fall Hashtag One-Out und dann Item in die Kommentare schreiben und ihr werdet sogar eingeblendet oder erwähnt. Also beides, Like und Abo, Leute, genau so wie Jona es schreibt, müsst ihr es machen. Und er hat uns, oh, wir sind dumm. RIP. Und ich würde trotzdem sagen, da wir die E-Runde eben gewonnen haben, sehen wir uns beim nächsten Mal, haut rein. Ja, er war da definitiv besser. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da rechts oben schön auf das i drücken für die Infokarte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal dran. Ciao.